Im Cockpit mal schnell nach Rio, New York oder Hongkong. In 30 Minuten. Oh mein Gott, ich bin fliegen. Oder im Formel-1-Fahrzeug mit 1000 PS grad so die Kurve kriegen. Hat keiner gesehen, okay. Doch. Aber ist ja zum Glück nur ein Simulator. Ob der wirklich für den absoluten Adrenalinkick sorgen kann? Im Berliner Bikini Center hat gestern das Erlebniswerk von My Days eröffnet. Deutschlands erste Anlage mit originalgetreuen Flug- und Rennsimulatoren. Die sollen sich super echt anfühlen. Ob das stimmt, testet Fachfrau Betty Günther Taube. Die gibt nicht nur gern Gas, sondern geht neuerdings auch oft in die Luft. Ich liebe schnelle Autos und ich liebe Fliegen. Und ich mache gerade auch meinen Flugschein, deswegen ist das hier einfach perfekt für mich. Zuerst soll Betty abheben. Dafür gibt's zwei Flugsimulatoren. Eine Boeing 737 und ein Airbus 320. Originalgetreu nachgebaut. Nach der Einweisung vom Experten darf Betty ins Cockpit. Niemand fliegt ganz allein. 24.000 Flughäfen weltweit stehen zur Wahl. Betty fliegt von Madeira nach Hongkong. Wenn man hier drin sitzt, dann hat man echt das Gefühl, dass die Maschine so schwankt und nach links und nach rechts geht. Sie selbst macht gerade ihren Pilotenschein für Privatflugzeuge. Kann ihr erstes Mal im Simulator da mithalten? Dann wirklich hier vorne im Cockpit zu sitzen und mal selbst die Maschine zu steuern, ist so ein unfassbares Erlebnis und es macht so viel Spaß. Aber ist auch echt anstrengend, das muss man auch sagen. Ab 79 Euro kann man für 30 Minuten abheben und natürlich auch wieder landen. Die nächste Attraktion ist Racing. Entweder im Audi R8, Porsche 911 oder zwei Formel-1-Rennsimulatoren. Die 23-Jährige durfte schon beim DTM-Rennen mitfahren und ist als Tochter eines Kfz-Mechanikers durchaus überzeugt von ihren Fähigkeiten. Ich kann alleine Öl wechseln und alleine Lampen wechseln. Also man sagt ja immer, Männer können besser Auto fahren, aber bei mir in meiner Ehe bin eindeutig ich das, die besser Auto fahren kann. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen über meinen Mann und Autofahren, aber das lasse ich lieber geheim. Das Model startet stylisch im Renn-Overall. Doch die erste Hürde ist das Einsteigen. Man fährt quasi im Liegen. Ein Instructor ist immer dabei, der den originalgetreuen Simulator erklärt und Hilfestellung leistet. Den Parcours sucht man selbst aus. Betty, bisher unfall- und punktefrei unterwegs, ist mit fast 1000 PS etwas überfordert. Nicht in die Wand fahren. Hey, ich verstehe das nicht. Schön. Ich fahre halt gerne Offroad. Offroad geht absolut gar nicht. Oh. Bremsen? Oh. Vielleicht bin ich doch nicht so eine Rennfahrerin, wie ich immer dachte. Ach was, 30 bis 90 Minuten kann gefahren werden, auch gegeneinander. Der Wagen bewegt sich wirklich, das macht das Ganze real und es ist kein Kinderspiel, oder? Es ist super anstrengend, super schnell und man wird tatsächlich nicht so ganz wohl im Magen. Mir wurde ein bisschen schwindelig. Ich glaube, es liegt daran, dass sich das Fahrzeug bewegt, aber es macht wirklich super Spaß. 30 Minuten kosten 89 Euro. Kein günstiges Vergnügen, aber für alle Adrenalin-Junkies wie Betty durchaus ein Abenteuer.